Leute, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Wir spielen mal endlich wieder eine Pokémon-ROM-Hack. Ich habe mal wieder Bock gehabt und es ist schon so lange her. Vom Entwickler oder ROM-Hacker Matteo. Und es ist tatsächlich eine Pokémon-Christmas-ROM-Hack-Edition. Basierend auf Pokémon Gold. Ja, sieht man, denke ich. Und ich habe diese ROM-Hack schon mal gespielt im September, als ich einen Weihnachtsstream gemacht habe. Hinterfragt's nicht, warum. Hoppla. Nee, ich wollte eigentlich neues Game starten, ne? Und es ist eigentlich ein cooles Game, weil es einfach so viel Eigenes macht und ich liebe es. Deswegen wollte ich es eigentlich euch nochmal zeigen, weil ich glaube, im deutschsprachigen Bereich gibt es niemanden, der das Let's Played hat. Und wie gesagt, mir gefällt es voll gut. So, are you boy or girl? Wir nehmen Boy. Ohne große Umschweife rein ins Game. Genau. Was? Du hast mich aufgeweckt. Würdest du die Uhrzeit für mich checken? Weil wir ja ein bisschen Christmas-Feeling haben, ne? Wie Heiligabend, deswegen. Ja. Boah, was? Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Ah, ich bin ROM-Hacker Matteo. Ach, das ist der ROM-Hacker-Typ. Schau mal, wie sage ich das? De facto steht's. Lasst mich euch präsentieren. Die Pokémon Christmas Edition. Lasst euch nicht hereinigen. Das ist nicht nur ein Holiday, ein Weihnachts- oder so ein Gimmick. Diese Welt wird bewohnt von Kreaturen, die wir Pokémon nennen. Und ihr seht auch, da sind Pokémon dabei, die eigentlich nach der zweiten Gen kamen. Wie du siehst, habe ich ein paar. Ja, das habe ich gerade gesagt. Gut. Manche sind aus der dritten Generation oder andere sind sogar neuer. Das ist ein Sequel zu Pokémon Gold. It's part of what I'm calling the... Ah, das ist ein Teil, den ich Johto Legacy nenne. Aber genug geredet, los geht's. Ich will... Oh, guck mal, das ist sogar Ethan. Nee, aber ich nehme meinen eigenen Namen. Mario Dam. Mario, alrighty then. Mach dich bereit für deine Abenteuer in Johto und Kanto. Es gibt neue Sachen zu sehen und Sachen zu tun. Und ich werde dich, achso, jetzt habe ich nicht gelesen. Irgendwas mit neuen Features. Aber guck mal, ich habe schon allein hier neue Kleidung. Das ist sau cool. Es ist ja jetzt Weihnachtszeit. Also es ist jetzt gerade, der 23. Dezember, wenn ich es richtig berechne. Ich meine, jetzt haben wir gerade November. Ich nehme das schon im Vorhinein auf. Wie gesagt, ich habe es im September schon gespielt. Trotzdem, ich wünsche euch die nächsten Tage frohe Weihnachten. Ich weiß, es ist jetzt für mich noch ein bisschen weiter in die Zukunft, aber ich freue mich drauf, das da rauszubringen am 23., weil es einfach... Ach, ich liebe Weihnachten. Und selbst solche Lieder wie Wham! Last Christmas, das gehört einfach dazu für mich. Das ist eine Erfahrung. Das ist einfach schön. Ich mag das. Schade nur, dass es nicht mehr an Weihnachten schneit. Mario, nicht vergessen, du musst noch Professor Lind heute treffen. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Bin in einer Minute fertig. Mario nimmt's Pokégear. Ah, wir haben heute... Montag. Ja. Rucksack angezogen und ist fertig loszugehen. Nintendo GameCube. Fantasy Star Online Episode 1 und 2 ist in der Disc. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Gibt es ein deutsches Wort? Disc. Schale? Ein CD-Laufwerk, so. Okay. Man kann ein paar Sachen ansprechen. Potion müssen wir uns immer holen. Das ist das erste Gesetz in Pokémon. Hol dir den verdammten Trank von der Box. Immer so. Ich fand das Feature so geil damals, einfach bei Pokémon Gold Silber. Man konnte so ein bisschen sein Zimmer einrichten und ach, guck mal, wie schön gemütlich es hier aussieht. Aber wir wollen jetzt was im Game sehen, nicht so viel rumlabern. Ah, gut, du bist soweit bereit. Du siehst schon aus wie so ein Trainer, so ich hier. Guck, dass du aus Ärger, dass du dich aus Ärger heraushältst. Ich hoffe, du hast dich daran erinnert, den Trank zu holen, ja. Du wirst es wollen. Oh, und Professor Lind, Professor Linds Tochter kam hier vorhin vorbei.
sieht aus, ja, sieht wie ein nettes Mädchen aus. Was war ihr Name nochmal? Wir nennen sie mal Zoe. Das passt ganz gut. Ah, stimmt, sie ist Zoe. Ich habe dich schon zu lang genug aufgehalten. Professor Lind wird sich wundern, wo du bist. Ich finde es immer komisch, wenn man hier so über die... Oh! Wer seid ihr denn? Ich kann es vergessen, das ist ja Oma und Opa, glaube ich. Frohe Weihnachten! Du bleibst aufs Ärger, hältst dich aufs Ärger raus, damit dir Santa Claus hier was bringt, für was du dir gewünscht hast. Alter, das war irgendwie scheiße, was jetzt... frohe Weihnachten, Mario! Ich liebe diesen Schal! Tom Baker, bitte. Was ist Tom Baker, Alter? Keine Ahnung. Oh, endlich neue Kühlschrank. Okay. Oh, oh hallo Mario. Ich wollte mir gerade mein erstes Pokémon von Professor Lind holen. Ich will immer Eich sagen. Ich bin schon super aufgeregt, ja, meine Reise zu beginnen. Aber ich muss meine Mutter immer noch überzeugen, dass sie mich gehen lässt. Vielleicht sieht man sich. Bis dann, Mario. Guckt euch das an, wie schön, ne? Ist alles schön beleuchtet. Da liegt schön Schnee. Und dann haben sie hier das, die Wohnung reingemacht, wie aus der zweiten Gen Remakes. Oh, hi, Mario. Mein Mann ist immer beschäftigt. In seiner Arbeit. Okay. Ach, guck mal, da ist Zoe. Hallo Mario! Bin froh, dass du vorbeikommst. Okay, hat sie also auch ein Pokémon. Das ist halt schön, dass es mehr als nur so ein ROM-Hack ist, der nur so ein bisschen was verändert. Ich finde es nämlich immer unschön, wenn man nur ein paar Sprites, ein paar Dialoge ändert, aber hier hat man schon allein so einen neuen Raum. Irgendwie sieht es auch ein bisschen. Ja, ist auch ein bisschen anders. Und wie gesagt, Weihnachten ist toll. Oh Mario, da bist du ja! Deine Mutter hat mir erzählt, dass du ein Pokémon-Trainer werden willst. Als Geschenk lasse ich dir natürlich ein Pokémon hier übrig. Hol dir eins von dem Tisch da drüben. Sorry, hat schon den blauen Pokéball genommen. Oh, das war's. Toll. Danke für nichts. Totodile, ja. Nehmen wir sonst immer nur Feuerriegel. Jetzt will ich mal das nehmen. Nein, jetzt wollte ich... Ah, ich wollte es auch Croc nennen. Ach man, zu spät. Du könntest meinen Freund Mr. Pokémon treffen, während du reist. Er ist an der Route 30. Wenn du dein Pokémon heilen willst, dann nimm die Maschine oder fang dir einfach ein neues und wirf das alte weg. Hier meine Telefonnummer. Verrat sich im FBI. Okay. Ah, halt mich nicht auf. Ich bin ein Trainer, ich bin wichtig, verpiss dich. XP Share, okay. Whoop. So. Wir sind jetzt in der Weihnachts-Pokémon-Welt. Zurück zu Weihnachten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten so findet. Ob ihr es ultra feiert oder ob ihr denkt, ah nee, es ist immer so geil wie früher, ist zu kommerziell geworden oder sowas. Ich mag es immer noch. Es gehört dazu. Es ist einfach schön, dass man auch ein bisschen zusammenkommt, dass man gutes Essen isst. Da freue ich mich schon. Mit dem Sohn auch wieder Weihnachten zu verbringen. Bald haben wir ja zwei Söhne. Der dürfte jetzt auch dann so in einem Zeitraum geboren werden. Ja. Jetzt ist er noch Einzelkind, mein jetziger Adam. Aber dann bald nicht mehr. Da haben wir zwei Söhne. Schön. Ah ja.
Vor allem Weihnachten ist halt so eine Zeit, da ist alles ruhig, die Straßen sind ruhig. Weißt du, die Leute sind irgendwie gechillter. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, da passiert nicht so viel und ist alles cool. Oh, das ist aber schon hier, dritte Gen. So, das könnte jetzt mal kommen. Volltreffer oder so. Okay, dann warten wir schön weiter. Invente Bäre, Alter. Die hast du verpasst, du Loser. Hoffentlich erfrierst du heute Nacht. So. Wir erreichen Rosalia City. Oh, was? Hallo, du musst Mario sein. Ich bin auf dem Weg, Professor Linz zu treffen, bevor ich nach Kanto zurückgehe. Hast du was dagegen, wenn ich in deinen Pokédex gucke? Was? Professor Lind, gab dir keinen? Das werden wir sofort ausbessern müssen. Ja, bin schön. Professor Lind muss wirklich beschäftigt sein, dass er sowas Wichtiges vergisst. Egal, ich muss jetzt auf jeden Fall gehen. Bis dann, Mario. Das ist immer ein bisschen schwierig für mich, den Text zu übersetzen, wenn ich nicht genau weiß, was unten drunter kommen würde. Weil beim Englischen ist es ja manchmal so, die Wörter sind so vertauscht und dann, ja. Und ich versuche sie immer zu übersetzen. Allein hier, guck mal, ich finde es einfach cool, wie die Pokémon-Sender aussehen. Einfach so ein bisschen moderner und so die Lichter einfach. Schön, ich mag auch Weihnachtslichter. Oh, guck mal, das sieht aber schön aus. Seht mal hier, Weihnachtsfreunde. Ja, wie gesagt, es ist schon wieder auch länger her, dass ich das gespielt habe. Deswegen habe ich bestimmt wieder ein paar Sachen vergessen. Aber ich wusste noch, das war so cool, wo ich gedacht habe, Leute, das mache ich vielleicht nochmal auf YouTube, weil es mir so gut gefällt. Warte mal, ist vielleicht der... Oh, könnte es sein. Ah, nee, ich dachte, der See wäre zugefroren. Ich könnte jetzt da drauf laufen. Ich habe jetzt keine Zeit, Mann. Ich muss den Leuten hier was zeigen. So, ich will jetzt einfach mal ein bisschen vorspulen. Ah, guck mal hier. Und dran gefunden. Nice, das gefällt mir. Was ist, wenn ich jetzt da rein... Game over. Okay. Ich hatte gerade so ein Eiswasser gefallen. Game over. Mich, ob der Weihnachtsmann hier auch einen Auftritt hat in dem Game. Aber wisst ihr was? Für die Leute, die Weihnachten boykottieren, weil zu viel kommerziell, zieht euch das hier rein. Pepsi Max, ich trinke extra keine Cola, weil das ja immer so mit ne, Cola und Weihnachten immer so in Verbindung steht, aber ich bin einfach hier jetzt Rebell und trinke Pepsi Max, Alter, keine Ahnung, ein Statement zu setzen. Aber es ist tatsächlich auch witzig so, dass Cola immer so stark mit Weihnachten verbunden ist. Und ich hatte mal tatsächlich einen Coca-Cola-Truck, so einen richtig langen, so einen großen, also wirklich. Und der hat auch geleuchtet, da waren LEDs drin, konntest du Batterie reinmachen, anmachen und das hat wirklich schön geleuchtet. Überall so kleine LEDs an dem ganzen, also nicht nur so ein, zwei, wirklich alles voll, die ganzen Seiten voll mit LEDs. Was macht das Vieh, Alter? Hör auf zu fressen, Alter. Ich hab's aber leider nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Vielleicht kaputt gegangen, vielleicht aus dem weggeschmissen. Und ich glaube, ich habe mal geguckt auf Amazon oder eBay. Die Dinger sind mittlerweile richtig teuer. Und dann sind es nicht mal so gute, wie ich einen hatte. Oh, hallo, hallo, du musst Mario sein. Professor Lind meinte, dass du vorbeikommen würdest. Würdest du was ausmachen, wenn du zurück zu ihm rennen würdest? Oh, okay, small gift. Professor Lind ist ein guter Freund von mir und ich möchte natürlich nicht irgendwelche Freunde vernachlässigen, in dem Fall mit Geschenken, aber
Ich bin zu beschäftigt, diese Maschine wieder in Gang zu kriegen, um es selbst auszuliefern. Bevor du wieder nach Neuborgia gehst... Ja, okay, heil da meine Pokémon. Brauche ich nicht, alter Mann. Danke, Mario. Warum sagt er denn, er muss einen Computer fixen, wenn er doch einfach vorm leeren Tisch sitzt? Die Leute, ich hasse das, immer sagen die Leute, oh, ich bin gerade so beschäftigt, ja, mach das mal für mich. Ich bin gerade so beschäftigt, aber stehen dann einfach nur so richtig dumm in der Gegend rum und gucken Löcher in die Luft. Ich bin zu beschäftigt. Wer soll denn das glauben, Alter? Arbeitgeber hassen diesen Trick. Och, komm schon. So. Ah, da kann ich... Habe ich ganz übersehen. Oh, oder habe ich das eingesammelt? Alter, ich habe Alzheimer, wenn ich das... Habe ich das wirklich vergessen? Habe ich das echt schon angesprochen? Fuck. Ja, habe ich scheinbar. Ich bin schon echt... ja. Ich kenne den Weihnachtsmann persönlich. Wir sind ungefähr gleich alt. Mein alter Homie. Da wäre es zum Beispiel auch noch cool gewesen. I'm stuck indoors. Ach, guck mal, das ist der Führer. Der Stadtführer. Und jetzt gibt es mir, statt dass er mir die Karte zeigt, hat er die Map zeigt, die Stadt zeigt, bleibt er hier drin und gibt mir einfach so die Karte. Jack ist nicht gerade. Oh, Jack ist scheinbar. Ist das der Rivale? Wer weiß es? Alter, blockier halt noch mehr meinen Weg. Aber merkt ihr was? Komischerweise ist das Labor nicht ausgeraubt worden. Oder so scheint es zumindest. Das heißt, irgendwas hat sich in der Storyline geändert, Alter. Das wird Konsequenzen haben. Das heißt, die Story ist also ein bisschen geändert worden. Es gibt Schnee. Man sammelt... Geschenke. So. Mario, was geht ab? Mr. Pokémon hat dich geschickt. Lass mal sehen. Naja, das kleine Geschenk zu. Wow! Das ist ein Buch, das ich schon eine lange Zeit wollte. Ja, übrigens, Professor Eich hat mir gesagt, dass er dir einen Pokédex gegeben hat. Haha. Tut mir leid, dass ich vergessen habe, dir einen zu geben, bevor du gegangen bist. Jetzt, wo du ein offizieller Pokémon-Trainer bist, solltest du die Arena-Herausforderungen annehmen. Die nächste Arena ist in Viola City. Du könntest Zoe treffen. Ja, auf diesem Weg Zoe treffen. Sie ist, sie nimmt sich auch den Arena-Herausforderungen an. Die Straße zur, Top 4 ist wirklich sehr schwer. Viel Glück bei deiner Reise und pass auf dich auf in der Kälte. Und sag deiner Mutter Bescheid. Oder lass es einfach sein, Alter. Oh nein, Alter, verpiss dich. Jawohl, komm, es ist Weihnachten. Ich bin froh, dass du existierst, lieber NPC. Frohe Weihnachten. Und dann bis zum nächsten Mal. Komm, ich sag meiner Mutter auch Bescheid. Es ist Weihnachten. Ich bin mal nicht so, Alter. Bevor sie hier eine Vermisstenanzeige raushaut und dann komischerweise das Geld von der Versicherung kassiert und hofft, dass ich nie wiederkomme, weil es eine hohe Versicherung auf mich abgeschlossen hat. Ich hoffe, du hast Spaß auf deinem Abenteuer. Ich werde dein Zimmer sauber halten. Komm doch vorbei, wenn du mal dich ausruhen willst. Oh, dann kann ich noch mit meinen Großeltern reden. Ich find's cool, dass sogar die Großeltern da sind. Ich finde sowas auch wichtig, dass da jede Generation teilnimmt. Teilnimmt, hört sich irgendwie komisch an. Schneid es raus, Mario. So, weiß ich nicht, warum die ganzen Kids alle während dieser Jahreszeit ihr Abenteuer aufbrechen wollen, aber gut. Oh. Heißen Kakao bekommen. Cool. Neues Item. Gucken wir mal. Was macht das?
50 HP heilen sogar. Puh. Das ist viel. Okay. Machen auf jeden Fall mal mindestens bis zur ersten Arena. Aber ich würde das Ganze ein bisschen vorspulen. Aber also ich glaube, ich habe auch damals bis zur ersten Arena gespielt. Aber ich meinte im Hinterkopf so, ich bin voll abgekackt in der Arena. So, ich glaube, hier erwartet uns unser erster Trainerkampf. Ah, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Du musst dir mal meinen Radfratz ansehen. Das ist so klasse. Ich hieß eines der besten Radfratz, die es gibt. Gehört zu den oberen 10%. So, Level 6, Alter. Ich werde es einfach zwei Hälfte teilen. Let's go! Und jetzt hinterlass mir ein Geschenk. 96 Poké-Dollar. Komm, es Weihnachten, lass mal ein bisschen mehr Cash übrig. Okay, nee, da ist nix. Ah! Der Typ und sein Radfratz. Selbst wenn ich Single wäre, ein Ratzfratz Anmachspruch ist so langweilig. Egal, lass uns kämpfen. Ich brauche eine Ablenkung. Oh, Nauzi. Ist mal eine willkommene Abwechslung als Taubsi Ratfratz Zubat. Noch ein Hit? Ich glaube, das war dann der letzte Trainer. Wobei, es könnte noch einer kommen. Ich glaube, ein Käfersammler, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber eigentlich sollten doch alle Käfer tot sein in die Jahreszeit. Ah, okay. Bringen wir es hinter uns. Du bist ein Pokémon-Trainer, richtig? Dann lass uns battlen! Ich habe Bock auf super fettige Chips. So, der wäre auch erledigt. Bam, 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 bam! So, da gehe ich mal nicht rein, aber ich nehme das hier. Gegengift. So, jetzt will ich aber keinen Pokémon-Trainer-Fight mehr. Das finde ich einfach so ein cooles Feature, dass sie das... Oder dass er das hier so reingebaut hat, dass es zugefroren ist. Echt nice. Ja, danke. Danke, danke. Oh, hey, Zoe. Oh, nee, die will ich kämpfen. Ach, du Scheiße, ich will kämpfen. Hey, Mario. Na, jetzt wo ich ein Pokémon habe, können wir kämpfen. Scheiße, und ich habe mir nichts gefangen auf dem Weg hierhin. Das ist halt nur Trick gewesen. Wobei, ich darf es nicht sagen, es ist ja Weihnachten. Oh, Meryl, Level 6. Zerreiß es in der Luft. Oh, das hält ganz schön was aus. Hohe Verteidigung, hohe Verteidigung. Noch ein Igler, super. Reicht ja nicht, ne? Och, du Kacke. Ich muss meinen Pokémon heilen nach dem Kampf. Bis bald, Mario. Hey, du musst eigentlich beim letzten Pokémon-Sender landen. Ach, egal. Gegen die Regeln ist immer cool. So, schauen wir uns mal die erste Arena an. Ich weiß gar nicht, ob die anders ist. Aber was anders ist, ist auf jeden Fall das hier. Ich weiß irgendwie, das war richtig kompliziert, das wieder hier rauszukommen. Sonderbar, okay. Das war irgendwie ganz komisch hier. Ah, nee, war es nicht. Vergiss es. So, ab ins Gym pumpen, Alter. Yes, Alter. So, dann wollen wir mal Falk herausfordern. Mr. Emo Boy, kämpfe gegen mich. Ich bin Falk, der Viola City Pokémon Arena Leiter. Alter, ich habe eigentlich keinen Bock auf dein Gelaber, Alter. Das ist jetzt doch kein. Ich mach Chicken Nuggets aus deinen Viechern. Boah, Alter, schon Level 9. Gleich habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ach, scheiße, jetzt habe ich Rage eingesetzt. Rage war nie gut, ne? Level 11, Alter, übertreib's halt. Das ist aber auch immer gleich so viel Damage macht, Alter. Nein, oh oh, fuck. Bitte. Ich bin tot. Äh.
Mir wird weiß vor Augen. Toll. Naja, schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Die Arena sind wir nicht bereit. Aber für ein bisschen Weihnachtsstimmung. So ein Glühwein wäre jetzt echt ganz cool hier, so, ne? Mal gucken, sehen die Alfruinenwesen ein bisschen weihnachtlich aus. Wieder einen fucking großen Weihnachtsbaum sehen, wo um Inkognito drumherum fliegen. So ein Ding zum Anzünden. Da ist ein Stein im Weg. Ach. Es gibt eine neue VM scheinbar, die, womit man Steine schmelzen kann. Oder so Eisblöcke. Das ist ja mal interessant. So, hier gibt es leider nichts so Interessantes. Sieht aus wie immer. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, Leute, ich beende die Episode hier. Ich fand, wie gesagt, die ROM-Hack echt toll. Also, allein das weihnachtliche, allein das weihnachtliche Feeling hat es echt cool eingefangen mit dem Schnee und Eis. Und scheinbar gibt es neue VMs oder zumindest mal eine. Es gibt ein paar neue Räume. Es gibt da, ja, eigene Sachen. Und mir gefällt die eigentlich ganz gut. Und ihr könnt auch mal diese ROM-Hacks sehr gerne selbst spielen. Ist echt cool. Macht Spaß. Ich habe meinen Spaß daran gehabt. Und ansonsten, ich wünsche euch noch frohe Weihnachten, liebe Leute. Und habt ein gutes neues Jahr. Bis dann, ciao.